Meine Freunde, ihr hört's, das Match beginnt und damit willkommen zu den Schlingel Battles. Der gute Machtblitz hat mir einen Battle eingeschickt und er sagt, ein Match mit Hacks, guten Plays und besonderen Moves. Wurde sehr spannend, also lasst gerne euren Daumen da. Und das habt ihr, ihm 40 Daumen hoch gegeben und jetzt bin ich sehr gespannt auf das Match. Ihr habt keine Team-Preview gesehen, ich ebenfalls nicht. Wir lassen uns heute einfach mal überraschen. Er leadet mit Shirox. Vielleicht hat er Angst vor einem Feuerschlag und geht deswegen in Marmolida rein. Das wohl defensivste Pokémon. Und er verfehlt den Turmkick. Er verfehlt tatsächlich den Turmkick und bekommt erstmal massiv auf die Fresse. Ja, Marmolida, eins der übelsten Pokémon. Silver hat Marmolida das erste Mal gegen mich eingesetzt und ich habe das Ding absolut unterschätzt damals. Und er hat wegen Marmolida gewonnen. Marmolida war einfach das Motherfucker-Pokémon schlechthin. Ne? Es sieht aus, wie die Weiterentwicklung von Libiscus, ist es aber nicht. Marmolida ist einfach nur Marmolida, Freunde. Iron Maiden kommt rein. Latios geht für den Gedankengut trotz der Toxic. Das ist interessant. Hat dieses Latios eine Feuerattacke? Wenn nicht, dann kann jetzt Shirox für einen Schwertanz gehen. Er geht für den Draco. Yo. In der allerersten Runde misst der Turmkick. In der dritten Runde misst der Draco. Ne, dazwischen hat er nur einmal Gedankengut gesetupt, ansonsten gar nichts. Yo, das muss ätzen. Ja, der Lenny Fikelt ist da. Grüße gehen raus an den guten Lenny. Ein super, super Typ, Mann. Muss ich einfach sagen. Einer der coolsten Typen, die ich in den letzten Jahren kennenlernen durfte auf YouTube tatsächlich. Sehr, sehr korrekter Dude. So. Batalium? Ist es da Batalium? Hat er Fokus Blast? What? Typenspiegel? Hat sich Surios Typ angenommen. Er ist vom Typ Unlicht. Und resistiert nun den Abschlag. Und hat keinen Z-Kristall, von den er abschlagen, ne? Tiefschlag. Wird ebenfalls resistiert. Wow, und Focus Blast geht daneben. Das gibt's doch nicht. Was macht der jetzt, Typenspiegel? Nochmal den Typen angenommen. Okay, interessant. Er geht aber für einen Er geht wieder für einen Typenspiegel. Lol, alles klar. Ja, der Tastfluch wird jetzt langsam, genau, nicht mehr blockiert, beziehungsweise wird den Abschlag nicht mehr blockieren, aber er geht für einen Tiefschlag. Ja, er geht für einen Tiefschlag, das war klar. Als ob er jetzt für den Abschlag geht. Damit du quasi mit Focus Blast outspeedest und den Jungen killst. Er hätte switchen können, Mann. Aslan, Frisch aus Narnia, der Junge. Gegen Shuckle. War da was? Shuckle gegen Entei. Und Entei ist es, der für den Fluch geht? What? Plus 1 Läuterfeuer, Alter. Insta-Burn. Klebenitz. Ein Fluch Entei, Alter. What the hell? Was sind das für coole Sets, Mann? Ey, solche Sachen muss ich einfach in Zukunft mal wieder mehr probieren, Mann. Ohne Scheiß. Solche Sets sind so cool. Ja, er kann jetzt so lange aufsetzen, wie der Burn ihn mit Range bringt. Der kann jetzt nochmal einen Fluch setupen. Danach ist Läuterfeuer am One-Shot. Er geht jetzt schon für Läuter. Das reicht nicht, Bruder. Oh, das war ein Crit. Oh, shit. Yo. Das nochmal für Fluch gehen sollen. Er hat jetzt eh Klebenitz draußen, von daher. Ja, der Turmkick wird nicht reichen, oder? Nope, nicht mal annähernd.
Aber du wärst besser bedient gewesen mit noch einem, mit noch einem Fluch, denn was will Shackle gegen dich machen? Er kann Klebenetzen, er kann Tarnstein und so, aber das juckt ja niemanden. Die Zeit hätte mit dir gespielt. Aber maybe Kapuriki, ja doch, das wird reichen, auf jeden Fall. Oh shit, yo, Spezialverteidigung steigt. Wie genau steigt die Spezialverteidigung? Und das reicht nicht wegen einem KP. Alter, beide haben mit einem KP überlebt. What the fuck? Libeldra kommt rein. Ja, wahrscheinlich Scarfed. Ne, Kehrtwende. Kehrtwende, wenn er jetzt nicht für die Kehrtwende geht, dann weiß ich auch nicht. Boah, Kehrtwende wäre so OP. Oh mein Gott! Und dann hat er keinen Scarf und geht für den Ruckzuck-Keep. Yo! Und jetzt wird ein Knuddler kommen, ne? Und danach outspeedet er mit keinem Pokémon mehr Kapuriki. Er geht für den Schwertanz? Ist er greedy, der Junge? Alter, wenn er jetzt den Knuddler misst, ne? Wenn er jetzt den Knuddler misst, dann muss ich lachen. Okay, er trifft. Jo. Ja, Libeldra war das einzige Pokémon, was potenziell hätte Kapuriki rausnehmen können, oder? Außer er hat noch ein Pokémon in der Hinterhand. Iron Maiden. Ah, okay. Iron Maiden hätte natürlich auch Kapuriki rausnehmen können, von daher gar kein Problem. Alter, Scherox ist so gut. Ist es Bandit, dann muss er jetzt nur auf Bullet Punch drücken und gewinnt. Er ist Bandit, er ist kein Mega-Scherox. Kriegt nochmal guten Damage. So. Goodbye, Mimikma! Cesurio. Hat er den Kraftkoloss auf Iron Maiden? Ist er wirklich gebandet? Schauen wir mal. Oh, das hat einfach gereicht, Alter. Warum ist er nicht zu Marmolida rein? Er hätte Siedewasser droppen können. Ne? Weil ein Abschlag oder was auch immer hätte nicht gereicht. Er hätte, wenn, dann für den Kraftkoloss gehen müssen und dann hätte er natürlich riskiert, dass ein Abschlag reicht. Geh für den Schwertanz, nimmt ihm somit den Stab. Der Abschlag kommt durch. Marmolida frisst einiges an Damage. Oh, ich dachte gerade Toxic auf Cesurio, what the fuck? Aber ja, das funktioniert ja jetzt, ne? Jetzt wird aber der Abschlag nicht mehr reichen, wegen dem Beulenhelm, der weg ist. Das bedeutet, er kriegt jetzt nochmal eine Gelegenheit. Furchttafel? What? Kann Marmolida protecten? Nope, Marmolida kein Protect. Und das reicht nicht. Alter, das Cesurio ist auf plus 4. Aber es hat keinen Stat mehr auf Abschlag. Und das war eben der Faktor, den das Teil nicht ausreichen hat lassen. Ne? Jetzt ist die Frage, hat er noch was gegen Kapuriki in der Hinterhand? Er hat seinen Scherox aufgegeben. Maybe gewinnt er noch. Aber Marmolidas Zeit an der Stelle ist um. Er kann nichts mehr damit tun. Und das war's mit Marmolida. Damned Mauer. Ja, wenn der Junge einen Feen-Move tankt, dann wird er auf jeden Fall... Oh, HP Ice. Aber er hat kein Leben-Orb. Das reicht nicht. Und somit gewinnt er. Yo! Instant mal geliked. Übrigens, ich habe alle Kommentare geherzt, ne, die ich angenommen habe. Mache ich immer so. Machtblitz, Alter! Ein unglaublich cooles Match. Richtig schön. Sowas wünsche ich mir, wenn es um Competitive Matches geht. Ne? Wenn wir mal nicht irgendwelche Baby-Pokémon sehen oder irgendwelche krassen Hexkämpfe.
Einfach tolle Kämpfe, schön gespielt, super Sets. Fluch fucking Entei hat mich mega geflasht. Genauso wie Typenspiegel, Gengar, Alter. Also Z-Move Typenspiegel. Nimmt den Typen des Gegners an, also Unlicht bei Cesurio zum Beispiel, was ihn alle Moves resisten lässt. Und hat ihm wahrscheinlich noch irgendeinen Boost gegeben. Ich glaube, Typenspiegel, was gibt Typenspiegel? Das gucke ich ganz kurz mal nach. Auf jeden Fall mega, mega awesome, mega awesome. Richtig coole Strategie und richtig coole Sets. Genau sowas will ich sehen. Zusatzeffekt, Spezialangriff plus 1. Wow, also der Focus Blast hätte natürlich mehrfach gereicht für Cesurio. Danach hätte er einiges machen können, aber der Focus Blast hat einfach verfehlt. Aber man kann nicht sagen, ne, der Jonathan hat in der ersten Runde den Turmkick verfehlt. Sein Mega Militaris hat sich einfach mal aufs Maul gelegt und danach instant auch noch den Draco verfehlt. Von daher, böse, 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 das war ausgleichende Gerechtigkeit, aber trotzdem wäre es schön gewesen, dieses Gengar noch ein bisschen mehr zu sehen. Tolle Pokémon, Mann, echt coole Pokémon, ich bin begeistert. Leute, schickt bitte weiter solche Battles ein, falls ihr sowas habt oder sogar bessere oder hexigere oder was auch immer. Obwohl es in diesem Battle ja schon relativ böse war, teilweise mit einem Hex. Solide runtergespielt, Mann, echt solide runtergespielt. Schönes Match, schöne Pokémon, tolle Sets. Danke fürs Einschicken. Freunde, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Schickt mir eure besten Kämpfe hier in die Kommentare rein und liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Haut rein, euer Sephiron und bis zum nächsten Mal.